Hallo und herzlich willkommen zu dem eigentlichen 2500 Abonnenten Special. Und zwar wurde das Gold hier gesponsert. Genau, hier nochmal ein dickes Danke an Flo, Ion, aka Ion Death, der sich, der das bereitgestellt hat. Und das eigentliche Special war ja, dass ich euch zeige, wie man mein Design macht. Ich habe das Ganze jetzt mal wieder zurückgesetzt. Also was heißt zurückgesetzt? Ich habe die hier noch drin, aber ich werde euch jetzt zeigen, wie... Also ihr habt ja wahrscheinlich so. Bei euch sieht das so aus, natürlich einen anderen Hintergrund, das ist logisch, aber das, die Taskleiste hier unten sieht wahrscheinlich so aus oder halt eine andere Farbe, wie auch immer. Ist gar nicht... Ich fand das immer ein bisschen blöde, also ich mag dieses Durchsichtige nicht. Deswegen habe ich, wenn immer das, aber dann war die Farbe auch so, nee, und grün mag ich zwar, das ist dann, da muss man wieder so einen richtig passenden Hintergrund haben, der dazu passt und, nee, es ist mal alles zu umständlich. Ja, komm mal, pink hier, irgendwie so. So. Ja. Ey. Ja, perfekt. Passt richtig gut zum Hintergrund. Naja, auf jeden Fall. Weil ich habe da halt einige Farben bekommen, habe ich gesagt, ja, mache ich mit 2500 Abonnenten. Und ich benutze das jetzt schon seit einem Jahr und ich bin echt glücklich, dass es das gibt, weil ich finde das halt echt, ich mag das nicht mehr so. Ich weiß nicht, ich mochte am Anfang das. Natürlich, am Anfang hatte ich jetzt nichts anderes. Ich fand das nicht schlimm, aber seitdem ich das hab, nachdem ich die neuen Themes hab, so nennen sich die Teile, will ich eigentlich gar nicht mehr was anderes. Und das war eine der ersten Sachen, die ich mir draufgezogen habe, als ich mein PC neu hatte. Und also es ist richtig geil. So, in der Beschreibung findet ihr einen Link zu einer Datei, und zwar Placebo, bla bla bla. Da braucht ihr dann 7-Zip oder WinRAR. Falls ihr das nicht habt, einfach kurz bei Google suchen und finden und einfach runterladen, bei Chip Online zum Beispiel. Dann die Datei reinziehen. Das müsst ihr nicht machen, nur das mache ich einfach, weil ich hier sonst zu viel habe. So, dann habt ihr hier 7 Ordner plus README. README könnt ihr, falls ihr immer es nicht verstanden habt und ihr gut Englisch könnt oder so, könntet ihr hier auch noch nachlesen. Ihr könnt ja auch noch Placebo Visual Style, hier könnt ihr glaube ich auch noch Edit borderless version of visual style description on how to use them is at the end of this file. Es ist glaube ich hier noch so eine kleine Beschreibung zu den verschiedenen, weil es gibt da halt sehr viele. Dann ist hier die Installation, da hat er zum Beispiel schon eins drin. Falls ihr sehen wollt, wie das Ganze aussieht, dann geht einmal um ein anderes Video, aber ich glaube, das weiß jeder, wie die aussehen. Ich meine, das habe ich ja nie drin. Das interessiert uns jetzt aber eigentlich gar nicht. Und zwar gibt es hier 2 Ordner. Den Ordner, das sind jetzt die Basic. Und die ihr halt später braucht. Die Dateien. Dann gibt es 2 Tools. Das ist noch, genau. Es gibt hier nämlich auch noch Möglichkeiten, irgendwas anderes zu machen. Das hatte ich auch mal überlegt. Ich weiß auch nicht mehr, was das war. Bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall konnte man noch andere Sachen ändern. Ich glaube, irgendwie, was war das? Ach, mir fällt es jetzt auch nicht mal rein. Auf jeden Fall noch so Kleinigkeiten verändern. Ich habe auch mal geguckt, ob ich da irgendwie ein Tutorial im Internet finde, wo man das selber machen kann. Aber ich habe das jetzt noch nicht wirklich gefunden. Ich weiß jetzt nicht, wie man diese Dateien hier verändert. Placebo. Keine Ahnung. Das erste, was ihr auf jeden Fall braucht, ist Tools. Und zwar gibt es dann hier dieses UX Style und Theme Resource Changer. Das braucht ihr beides. Ich habe das so gelernt, dass man das einzeln, also das heißt einzeln nacheinander, ja, installieren muss. Ehrlich gesagt, weil ich habe das zwischendurch neu installieren müssen. Das ist nämlich nach, shit, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Nach einem, wenn ein Windows-Update da irgendwas verhindert, in diesen Aero, so heißen diese Standard-Themes, wenn Windows da irgendwas verändert, also das heißt mit dem Update, kann es sein, dass ihr alles nochmal neu machen müsst. Sprich, auch mit diesen Sachen hier alles neu installieren. Hier beides.
So, genau, hier habe ich das gerade gefunden. Start Orbs. Dann kann man hier zum Beispiel diese, das sind diese Punkte hier zum Beispiel. Die kann man dann, glaube ich, auch noch ändern, nennen wir so. Start Buttons Changer. Hatte ich eigentlich noch nie an. Machen wir mal an. Hihi. Eben. Auf jeden Fall gibt es da relativ, also was ist relativ, es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Themes, also auch ganz komische, crazy Teile mit, irgendwie, es sieht so ein bisschen Raumschiff aus, was heißt Raumschiff, so spacig aus und es ist schon recht nice. Naja, fangen wir mal an mit dem Ressourcen-Changer. Wenn ihr 3, 2 und, das müsst ihr gucken, welches Betriebssystem ihr habt, wenn ihr nicht wisst wie, dann kann ich euch eigentlich auch nicht helfen. Ich weiß, dass man das mal konnte. Ich weiß nur nicht wo. Nee, das war's nicht. Ich find's mal cool. So, jetzt weiß ich, wo man es bekommt. Auf jeden Fall bei Windows 7. Und zwar geht hier auf Start, System, Steuerung, si System und Sicherheit, System. Und dann steht hier Systemtyp 64. Bit-Betriebssystem bei mir auf jeden Fall. So, dann geht ihr in euren Downloads-Ordner, wo ihr die Datei habt. So, Tools. So, wenn ihr 32-Bit habt, nehmt ihr die 86er und wenn ihr 64-Bit habt, nehmt ihr die 64er. Ich habe 64 und nehme 64. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich hatte gerade etwas Probleme mit. Dadurch, dass ich die Datei, eine Datei von denen hier nicht löschen konnte. Und genau, falls es... Habe ich das schon gesagt? Genau, weil ich hatte gerade so vier Anläufe und so. Also ich wusste jetzt nicht, ob ich das mit der Update schon gesagt hatte. Auf jeden Fall, wenn ihr das dann wieder deinstalliert, dann könnt ihr einen Ordner nicht löschen. Und zwar den Computer, C-Platte, Programme oder Windows Changer. Die Datei könnt ihr nicht löschen. Ihr müsst dann einfach uninstall, also bei System und so machen und dann einmal neu starten, dann ist der auch weg. Das habe ich halt, den Schritt wusste ich nicht mehr, weil ich das auch nicht so oft deinstalliert habe. Und ja, so. Dann noch dieses UX-Style, das müsst ihr ebenfalls installieren. Das ist halt genauso mit dem 64-Bit und 32-Bit. So, das ist jetzt Finish. So, und soweit sind wir jetzt eigentlich schon fertig mit den Hintergrundprogrammen, die benötigt werden. Es kann sein, dass die ganzen Sachen jetzt nicht funktionieren. Dann müsst ihr einfach kurz neu starten oder halt abmelden, anmelden. Das reicht schon. Einfach kurz mal die Oberfläche neu laden. So, um diese ganzen Themes jetzt bei, wenn ihr auf Anpassen geht, hier sichtbar zu machen, gehen wir auf Windows. Also wieder da, wo er es gespeichert hat, Windows. Und sucht den Ordner Ressource. So, da haben wir Themes und bla bla bla. Das sind halt diese Standardteile. Und auf Themes geht hier. Und ich mache das jetzt einfach so, weil ich finde es jetzt einfacher, wenn ihr jetzt ein bestimmtes cooles habt, zum Beispiel Placebo Angst oder Angst, ich spreche mal Angst aus, dann könnt ihr aber nur das reinziehen. Plus den Ordner und die drei Dateien. Nur, da ich halt, ich change die zwar nicht, aber ich finde es halt so einfach alles reinziehen, locker flockig, sind ja auch keine großen Dateien. So, und das war es eigentlich schon soweit. Ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig gemacht und ich hoffe, es funktioniert. Es gibt übrigens auch, also wenn ihr noch andere Themes wollt, richtig cool, könnt ihr einen Mac Theme und so weiter reinhauen. So, jetzt, ja, das zum Beispiel funktioniert. Ich benutze, was benutze ich genau? Ich benutze Placebo Angst, genau. Bin mir da nicht sicher, die unterscheiden sich teilweise auch in nicht nennenswerten Unterschieden, obwohl, nee. Nee, genau. Genau. Das ist halt, die sehen richtig gleich aus, aber es ist nicht so. Ich benutze nämlich Placebo Borderless Angst. Das ist, glaube ich, dann, ja, genau. Ja, das benutze ich.
Und da ist das hier zum Beispiel dann lila und hier, ja, sieht halt ein bisschen anders aus mit diesem Teil. Und da könnt ihr halt auch ja einfach mal durchsippen. Und ja, wenn ihr halt noch mehr wollt, einmal ein bisschen googeln, da findet ihr zigtausend. Aber die sind halt recht, sag ich mal, offiziell und gut. So, dann noch hier mein Hintergrund oder meine Leiste hier unten ist ja immer etwas kleiner. Dann geht ihr auf einfach auf Rechtsklick auf die Leiste hier. Eigenschaften von Tastleiste und Startmenü, dann kleine Symbole verwenden und übernehmen. Da habt ihr so eine kleinere. Nachteil ist da einfach, dass ihr nicht das Datum angezeigt bekommt, aber man gewöhnt sich dran. Und ich finde das einfach praktischer. So, jetzt wählt euch am besten noch einen schönen Hintergrund aus. Wie zum Beispiel das hier. Dazu passt dann meistens und sind clean. Vielleicht nicht so viel Farben, sondern eher so was etwas Dunkleres oder was Helleres. Und oder ihr macht es so wie ich und setzt einen Live-Hintergrund mit Sound. So, jetzt frage ich mich, weswegen das nicht funktioniert. So, jetzt kommt ei. Ich hasse diese verkackten Leute. Das ist jetzt auch ein Rätsel. So, aber jetzt machen wir einfach mal. Hier haben wir es zum Beispiel noch. Das ist noch buggy, sag ich mal so. Deswegen einmal kurz abmelden und wieder an. So, das war's jetzt schon. Ich hoffe, es hat bei euch geklappt und mir war es jetzt gerade wieder etwas problematisch. Ich musste es ehrlich gesagt dreimal D und installieren. ich hatte mich auch irgendwie ein bisschen gefürchtet vor dem Tutorial, weil es ist doch echt launisch, das Ganze. Zum Beispiel wollte gerade meine Windows-Hintergründe, meine Windows-Live-Hintergründe nicht laufen. Dann war das verbuggt hier mit der Anzeigen teilweise. Echt umständlich alles. Naja, jetzt funktioniert auch wieder bei mir alles, zum Glück. Ich hoffe, bei euch funktioniert es auch. Und wenn ihr ein Tutorial hierzu haben wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare, sprich zu Live-Hintergründen. Und ansonsten, euch noch einen schönen Abend und tüdelö.